Hallo liebe Angler, ich bin der Didi und viele von euch, die mich kennen, wissen, ich bin ein wahrer Gummifetischist. Naja, eigentlich nur beim Angeln. Und zwar Gummifische sind meine Lieblingsköder, um Hecht, Barsch und Zander im Süßwasser zu verhaften. Und ich möchte euch heute ein paar kurze Tipps geben, wie ihr beim Shoppen im Netz oder bei eurem stationären Händler die richtige Wahl trefft. Nämlich entscheidend bei all diesen ganzen Gummiködern ist im Ende nur das Hinterteil. Das macht die entsprechende Bewegung. Das ist der Motor, der den Köder entsprechend antreibt. Je größer dieser Teller hinten ist, desto mehr Bewegung gibt es. Je kleiner der Teller wird, desto weniger Bewegung. Und bis hinten am Ende nur noch ein kleiner Pin oder so ein V-Schwanz übrig bleibt. Die nennt man auch No-Action-Köder. Obwohl, das stimmt nicht richtig. No-Action sind sie ja nicht, weil die fangen auch, wie man hier in meiner Hand schon sieht, schon von alleine vom Wind an leicht zu zittern. Wie ihr so einen Köder eventuell auch noch richtig geil pimpen könnt, das zeige ich euch. Und um das ein bisschen näher zu verdeutlichen, habe ich eine coole Zeichnung vorbereitet. Was ihr hier seht, so wie dieser Shad-Dies hier, das ist ein typischer Gummifisch mit einem großen ausladenden Bauch und einem recht üppigen Teller hinten dran. Man sagt Hammerschwanz, Paddletail oder auch Einsaugteller. Das ist so ein Modell, was ich hier oben dargestellt habe oder auch von der Vogelperspektive so zu erkennen. Dieser Köder beim Einzug erzeugt extrem viel Druck hier, also der Druck des Wassers, der drückt hier gegen. Das ist fast schon 90 Grad. Also je mehr Wasserwiderstand hier hinten entsteht, desto stärker fängt der Gummiköder zu den Seiten hin sich zu bewegen. Wir nennen das Flanking Action, also quasi das Kippeln, das starke Kippeln, ich zeige es mal so, das starke Kippeln zur Seite hin. Das erzeugt richtig große Schwingungen unter Wasser. Hechte mögen das besonders, aber auch Barsche. Dieses Hin- und Herkippeln ist für den Fisch über große Distanzen einfach mit seiner Seitenlinie zu realisieren. Und er kann den Fisch also auch wirklich direkt dann auch finden. Weiß, wo er ist, kann über große Distanzen auf den Fisch zuschwimmen und diesen dann entsprechend packen. Also das ist diese typische Bewegung, die man bekommt bei einem bauchigen Köder mit einem fast 90 Grad gestellten Schaufelschwanz hinten, der auch ziemlich groß ist, um möglichst viel Wasserverdrängung zu erzeugen und dementsprechend auch kippeln. Eine Nummer weniger, das wären dann solche Köder, also meist sehr lang gezogene Köder, die einen kleinen Schwanz hinten haben. Diese Köder neigen nicht zum Hin- und Herkippeln. Der Wasserdruck kommt immer noch hier gegen, aber die sind ganz nervös. Diese Köder fische ich unwahrscheinlich gerne zum Zanderangeln. Also schlanke Köder mit einem kleineren Paddel hinten dran. Und dieses Paddel hinten, das sorgt nicht dafür, dass der Köder im Endeffekt so hin und her kippelt. Nein, das macht er nicht. Er kriegt so eine, wir nennen das Rolling Action, also um sein Zentrum herum kriegt er diese nervöse Aktion zu den Seiten hin. Dieses Hin- und Her-Paddeln kann man hier gut sehen. Kleiner Hammerschwanz hinten, nervöses Paddeln. Er kriegt ungefähr diesen Lauf hinein. Oft ist dieser Paddel nicht 90 Grad, sondern eher etwas anders geneigt, sodass er nicht ganz so viel Wasser greift. Das sind so zwei Extreme. Ein anderes Extrem ist natürlich das, was ich euch gerade vorgestellt habe, der V-Schwanz. Hier habt ihr, wenn ihr den durchs Wasser zieht, gar keine Kippelbewegung. Weder Rolling Action noch Kippelbewegung. Die Aktion müsst ihr, wenn ihr den Köder über dem Boden jiggt, einfach durch das Auftreffen mit dem Bleikopf erzeugen. Entweder durch die Rute. Deswegen sind solche Köder auch grundsätzlich flach vom Rücken her geformt. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr den Köder anjiggt, drückt ganz viel Wasser hier oben. Und dann springt er quasi in der Ruhephase von selbst wieder in eine von der Bogen gespannten Ausgangssituation in seine Ruheausgangssituation. Das Zappeln reicht schon völlig aus. Ihr müsst euch vorstellen, das Ding geht über den Boden, tock. Jedes Mal, wenn es auftrifft, zittert es kurz, dann zieht ihr es wieder an und dann zittert es kurz. Das ist natürlich auch ein perfekter Köder zum Vertikalfischen, weil den zieht ihr ja an und sobald ihr den Druck nach oben ausübt, habt ihr das gleiche Spiel, nicht wie gerade geworfen und dann zieht ihn ja so ran, dann drückt ihr quasi mit dem Wasser hier gegen und zieht den Köder, wobei er sich dann immer in der Ruhephase hier so nach oben bewegt. Ist es jetzt beim Vertikalangeln ähnlich. Ihr zieht nach oben, der Wasserdruck kommt hier oben drauf. Also er neigt sich übertriebenermaßen wie ein Flitzebogen. Sobald ihr loslasst, macht er diese Bewegung. Und das reicht schon völlig, um aus so einem No-Action-Köder einen richtig fängigen Action-Köder zu machen. Dann gibt es auch noch Hybriden. Das sind solche Köder, die zwar nicht ganz so schlank sind wie die typischen Zanderköder, aber auch nicht ganz so große Tellerschwänze haben wie so typische bauchige Köder. Und diese
slimmen Versionen, diese langgezogenen Versionen eignen sich sowohl zum Hecht-, Barsch- und Zanderangeln. Sie machen eine leichte Kippelbewegung zur Seite. Keine Rolling Action, eine leichte Kippelbewegung zur Seite. Die kann man auch ziemlich zügig einkurbeln oder auch extrem schnell Faulenzer fischen. Ein typischer Sommerköder, der richtig gut Fische fängt. Und wie man solche Köder eventuell aus eurer Köderbox für sagt, Mensch, ich habe ja da ein paar Gummifische, aber ich möchte die genauso tunen, wie Dietmar uns das gerade beschrieben hat, das zeige ich euch, wie das am einfachsten geht. Ich zeige euch das jetzt mal. Das ist der typische Shetties mit dem großen Einsaugteller mit ganz viel Wasserverdrängung und starken Flanking Action. Und das ist das Modell mit dem etwas kleineren Schwanz. Möchte ich jetzt aus diesem Köder so ein ähnliches Schwimmmuster haben, weil ihr zum Beispiel das nicht im Angelladen bekommen habt oder nur diese jetzt noch in eurer Köderbox habt, aber die Fische trotzdem auf etwas anderes beißen, dann sagt ihr, okay, wie kriege ich das jetzt genauso hin? Ziemlich easy. Schaut euch mal an. Beide Tellerschwänze sind deutlich voneinander verschieden. Obwohl die Ködergröße identisch ist, ist hier deutlich weniger Masse zu sehen als dort, also hier weniger Wasserverdrängung. Auch der Bauch ist etwas anders. Und Bauch, den kann man abschneiden. Aber wie kriege ich so eine richtig tolle Stanzform hin? Ganz einfach, ich habe beim Weihnachtsmarkt wieder ordentlich zugeschlagen. Die Dinger kosten irgendwie 2 Euro. Sehr beliebt ist hier der Stutenkerl. Und da mache ich es nicht anders, als den Hammerschwanz so zu nehmen, den Kopf von diesem Stutenkerl hier oben drauf zu legen und einfach mit den Fingern durchzudrücken. Ich stanze quasi, wenn ihr das hier gut sehen könnt, einfach das Ding ab. Das nehme ich wieder mit nach Hause und guckt an, da habe ich ein richtig schönes kleines Schwänzchen, das genau gerade, akkurat abgeknipst ist und fast so groß wie der ist. Alleine, wenn ich diesen Köder jetzt fische, habe ich schon eine deutlich reduziertere Flanking Action. Also dieser Köder, ohne dass ich jetzt noch am Bauch etwas mache, hat automatisch weniger Wasserwiderstand. Dadurch wird er schon etwas nervöser sein, also er wird mehr so diese Rolling Action bekommen. Das kann an vielen Tagen schon der komplett ausschlaggebende Punkt sein, um Bisse zu bekommen. Wenn ich will, kann ich natürlich auch noch hingehen, mit der Schere noch den Bauch abschneiden und ehe man sich versieht, hat man dann aus dem normalen Shetties einen Slimties gemacht. Könnt ihr aus jedem anderen Gummifisch natürlich auch machen, ist ein kleiner Tipp. Also hinten das ein wenig streamlined, wie wir dazu schön sagen. Auch das funktioniert mit großen Ködern. Also wenn einer sagt, Mensch, diese große Version macht mir zu viel Lärm und wenn ich das einkurbel, habe ich vielleicht für den heutigen Tag doch zu viel Seitenaktion, kein Problem. Dann gehe ich auch wieder hin. In diesem Falle nehme ich mir so eine Stanzform wie in diesem Fall den Pilz und mache einfach die ganze Angelegenheit deutlich kleiner. Das heißt, ich lege hier oben an, drücke einfach die ganze Geschichte zu, zack, na, und reduziere die Schaufel um dieses Stück und schon habe ich einen Schaufelschwanz, der deutlich weniger Wasser fängt, aber gerade und vernünftig und schön, das kriegt ihr mit der Schere gar nicht hin, ausgestanzt ist und schon bekomme ich weniger Kippelaktion. Auch das mögen die Fische ganz besonders gerne. Der nächste Tipp, ich mag natürlich so ein, wie ich immer schön sage, tolles Aussehen. Es muss irgendwie so sein, dass das Auge mit ist, also so eine Geschichte hier, so etwas. Und das habt ihr ja bei den beim Twinties ja auch, diese leichte halb mondförmige Aussparung vorne, weil 99,9% der Angler fischen halt mit runden Bleiköpfen und da finde ich das ganz toll, wenn man das vorne so ausstanzt. Auch da nehme ich wieder eine ganz normale Stanzform, so ein Ding vom Markt, am Weihnachtsmarkt und dann gehe ich einfach her, wenn ich sage, okay, das ist jetzt hier so der Gummifisch und ich möchte den eigentlich mit meinem Bleikopf oder mit meinem Jigkopf vorne entsprechend versehen, dann gehe ich einfach her und stanze den jetzt hier vorne weg, drück den einfach mal kurz hier drauf, zack, hab den Kopf hier vorne weggedrückt und jetzt gehe ich einfach her, nehmen wir ruhig den Jig-Haken, der hier ist und kann den genauso aufziehen, wie ich das gerne möchte, so hier oben rein, Haken schön aufziehen, ach apropos aufziehen, auch ganz interessant, viele von euch machen den Fehler, dass wenn die Gummifische aufgezogen werden, die krumm und schief drauf sind, woran liegt es? Aus dem einfachen Grund, ihr nehmt nämlich die Hakenhand, das ist die Hand, wo sich euer Jig-Haken befindet und hier habt ihr euren Gummifisch und dann wird folgendermaßen gearbeitet, die Hakenhand wird bewegt und die Jig-Hand, also da, wo der Gummifisch dran ist, eben nicht. Heißt, ihr seid selbst limitiert. Beim Einpieksen macht ihr nämlich folgendes, ihr bewegt das und irgendwann kommt das Ding zu früh raus oder es ist krumm und schief drauf. Deswegen merkt euch bitte eins, die Hakenhand niemals bewegen. Ihr habt ja auch kein
keine Made oder keinen Wurm, den ihr so aufpiekst, sondern ihr zieht die ganze Geschichte mit der Gummifischhand auf. Also ihr piekst schön mittig ein. Wenn ihr wissen wollt, an welcher Stelle die Hakenspitze rauskommen soll, dann legt ihr vorab den Gummifisch neben eurem Jig an, also quasi so. Dann merkt ihr euch die Stelle mit dem Fingernagel, macht oben eine kleine Macke rein. Das habt ihr sicherlich schon zigmal in Videos gesehen. Habe ich irgendwann mal vor vielen Jahren mal gezeigt, dass das eine sehr, sehr einfache und vor allen Dingen logische Konsequenz ist. Es gibt auch Gummifische, die haben oben so ein kleines Loch mittlerweile. Genau da muss der Haken raus. Aber wenn ihr es nicht habt, einfach auf diese Weise merken. Oben einpieksen. Und dann hilft euch natürlich auch die Gießnaht, die sich auf dem Rücken eines Gummifisches befindet, um gerade aufzuziehen. Also schön mittig einpieksen und dann den Gummifisch so halten. Den Haken nicht bewegen und mit der Führungshand, also mit der Hand des Gummifisches, so richtig schön langsam so draufpellen. Und dann auf dieser Ecke, wo ich gerade die Markierung gemacht habe, rauskommen. Schön gerade draufdrücken. So. Und dann schmiegt sich auch vorne das alles schön an. Guck mal, wie geil das aussieht. Er ist komplett gerade aufgezogen. Da wird jetzt auch nicht irgendwas hin und her wackeln, was irgendwie schief und krumm aussieht. Das sieht einfach aus, wie es aussehen soll, nämlich professionell. Und deswegen fängt man damit auch richtig geil Fische. Wenn wir schon mal beim Stanzen und Schneiden dabei sind, ein richtig cooler Tipp für alle von euch, die pelagisch fischen, ist es, den V-Schwanzköder, den Twinties oder andere große Köder, noch weicher und noch beweglicher in der Ruhephase zu machen. Mittlerweile haben das an vielen Gewässern die Fische raus und sind sehr vorsichtig, wenn man anfängt, als pelagischer Angler großartig zu zittern und zu zupfen, machen viele, nämlich den Abdreher, die Zander, gerade die großen Zander, die schon mal am Haken waren oder wissen, das Ding ist nicht koscher. Und deswegen bietet sich das an, den Köder etwas noch subtiler zu machen, dass sie quasi gar nicht mehr bewegt. Das heißt, selbst beim ruhigen Präsentieren durch das Bewegen des Bootes, durch die leichte Drift, kommt da schon automatisch Bewegung rein. Wie gesagt, weniger ist mehr. Und deswegen gibt es da auch so einen tollen Trick. Da nehme ich meistens so einen ganz normalen Weihnachtsstern-Knipser und knipse dann aus dem normalen Gummifisch mache ich mir so 1, 2, 3, 4, 5 oder 6, je nachdem wie groß ich diese entsprechenden Abteilungen mache, aus meinem ganz normalen Gummifisch einen noch flexibleren. Also wirklich hingehen, mit dem Ring hinten anfangen, kurz einstanzen, zack, der ist durch. Könnt ihr so rausnehmen, immer schön ab in Abfalleimer. Kleine, wirklich vielleicht nur einen Zentimeter Platz machen, dann das nächste und so weiter. Und am Ende dieser ganzen Ausstandsgeschichte, manchmal reicht das auch schon für ein etwas mehr Bewegung im hinteren Teil. Ihr könnt das auch mit dem ganzen Köder machen. Hat auch noch den Vorteil, dass ihr auf diese Weise Masse vom Gummifisch wegnimmt. Dementsprechend ist das Ganze etwas leichter und bietet sich auch im Wasser viel natürlicher an. Also das sind so ein paar Tipps, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet, wenn ihr mal selbst in die Bredouille kommt und sagt, Mensch, der Angeltag ist heute zwar optimal, aber irgendwie wollen sie ihm deine Köder nicht so, wie sie eigentlich sein sollen. Und dann kann man das prima am Wasser noch tunen. Nicht jeder Angeltag ist auch ein Fischtag. Aber mit solchen Gummitipps beim Tuning garantiere ich euch, dass ihr deutlich mehr Fische fangt. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr vielleicht noch mehr zum Punkt Gummi-Tuning wissen möchtet. Ich habe noch viele, viele weitere coole Ideen, um euch auf diese Weise zu mehr Fisch zu verhelfen. Und was ihr hier in der Hand seht, das sind Jigköpfe. Auch da gibt es jede Menge Tipps und Tricks, wie ihr mit diesen Köpfen noch effektiver seid. Wenn ihr das wissen wollt, schaltet das nächste Mal wieder ein. Euer Didi wünscht euch viel, viel Spaß, dicke Fische und bis bald.